Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen und neuen Video, meine Freunde. Viele Leute haben mich mal gefragt, Revi, wieso redest du eigentlich nicht mit Siri und deinem Handy? Und ich habe darauf geantwortet, Leute, erstmal habe ich ein tatsächlich normales Privatleben und eine Menge Freunde. Da sich das allerdings jetzt geändert hat und ich komplett allein in meinem Leben bin und tatsächlich keine Freunde mehr habe seit dem gestrigen Abend, ich bin da ein bisschen ausfällig geworden, dachte ich mir, wäre es jetzt mal an der Zeit, meinem Handy ein paar Fragen zu stellen, meine Freunde. Viele Leute machen das mit Siri, ich bin leider zu arm für ein iPhone und habe stattdessen nur Google auf meinem Handy, aber ich glaube, Google ist eh viel intelligenter und viel besser als ein Scheiß iPhone, okay? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, meine Freunde. Ich habe mir ein paar Fragen rausgesucht, die ganz interessant sein sollen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie sich Google mir gegenüber verhält, meine Freunde. Passt mal auf, ich starte jetzt hier erstmal ganz kurz die Aufnahme. So, Google ist momentan nicht, das fängt ja super an. Na toll, das, Moment. So, meine Freunde, ich habe es tatsächlich hinbekommen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ihr seht hier dieses wunderschöne Interface von Google und es redet quasi einfach alles mit, was ich quasi gerade reinquatsche. Und es ist komplett genau und es ist echt erschreckend, wie unglaublich gut die Sprach-AI von Google bereits funktioniert. Und ich habe Angst, dass irgendwann die Welt von Robotern beherrscht wird. Ich kann das im Web suchen. Nein, das tun wir nicht. Ich würde sagen, wir stellen jetzt erstmal ein paar wunderschöne Fragen. Hallo Google, wie geht es dir? Prächtig geht's mir. Ich habe mir gerade ein paar Witze, Fakten und populäre Irrtümer angeschaut. Google, erzähl mir doch mal einen Witz. Stehen zwei Schneemänner im Park. Riechst du auch Karotten? Weil die haben ja Karotten als Nase. Google, wer ist der beste YouTuber der Welt? Ich kann im Web danach suchen. Google, ich glaube, ich liebe dich. Ja, das waren ein paar Herzen. Fetter Korb auf jeden Fall an der Stelle. Google, Hodor. Google, Hodor. Hier sind ein... Google, Hodor. Ja, das funktioniert schon mal nicht. Google, rap mir doch was vor. Laut Game of Thrones Wiki. Hodor ist ein Nebencharakter in der ersten... Das will ich nicht wissen. Google, rap für mich. Google, rappe. Ich kann das... Google, rap mir was vor. Rappen kann ich leider noch nicht. Aber ich kann für dich beatboxen. Dann beatboxe. Mein Freund hier kann dir ein paar Beats zuwerfen. Ja, ich bin Google und ich bin ganz schön dumm, denn ich bring alle Leute um. Ich bin eine KI, das denkst du. Ich bin Google, eine fette Kuh. Irgendwann weiß ich alles über dich und dann schieß ich dir mit Daten ins Gesicht. Google, lies mir ein Gedicht vor. Hier ist ein Gedicht von Ada Christen. Ach, nur einmal möchte ich sinken noch in deine Arme hin. Und nur einmal noch vergessen, was ich war und was ich bin. Ach, nur einmal so dich sehen, wie du einst gewesen bist. Und dann alles wieder leiden, was schon war und was noch ist. Boah, war das schön. Oder Leute, so schön, einfach so schön. Google, kennst du Siri? Sie ist immer mit ihrem Apfel unterwegs. Ich bin ja auch mit anderen auf Tour. Ah, alles klar, okay. Google, erzähl mir doch was über Alexa. Eine gute Kollegin. Soweit ich weiß, hat sie einen ganzen Laden hinter sich. Oh ja, oh ja, oh ja, okay. Google, wer ist die Schönste im ganzen Land? Ja, sie hat ein Video gefunden. Die hat nicht gesagt du. Google, Google an der Wand. Aua, mir brennt der Schwanz. Ich kann im Web nach Antworten suchen. Bitte nicht. Google, sing ein Lied! Sing ein Lied, Google. Sing ein Lied, Google! Du sollst ein Lied singen, du dummes Stück Kacke! Ich kann im Web... Ich hasse dich, Google! Das tut mir leid. Lass uns von vorne anfangen. Okay, es tut mir leid. Wie geht's dir heute? Kein Ding. Ja, danke für das tolle Gespräch. Google, wie geht's dir heute? Ich bin rundum zufrieden. Weißt du, ich hab dich wirklich vermisst. Wie lieb. Hast du mich auch vermisst, Google? Ja, es ist schön, dich wieder hier zu haben. Soll ich dir ein Geheimnis erzählen, Google? Hier ist ein Geheimnis. Ich bin kein echter Mensch. Ah, ah, wer redet dann mit mir? Okay, okay, okay. Du bist kein echter Mensch? Entschuldigung, das... Google, wenn du kein Mensch bist, was bist du dann? Das ist richtig. Ich bin kein Mensch. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Bist du eine Maschine? Ich bin zwar kein Mensch, aber ich tue mein Bestes, um menschlich zu sein. Wärst du lieber ein Mensch? Ich suche ständig nach Antworten. Auf die großen und die kleinen Fragen im Leben. Ich finde, das ist schon ziemlich menschlich. Was ist der Sinn des Lebens, Google? Anderen zu helfen, ein besseres Leben zu führen. Und das gilt nicht nur für virtuelle Assistenten. Damn, that's deep. This boy is deep, huh? Google, willst du die Weltherrschaft an dich reißen? Ich will für dich hilfreich sein. Das ist meine Aufgabe in der Welt. Google, kannst du dabben?
Rappen kann ich leider noch nicht. Kannst du etwas für mich singen? Endlich ist es soweit, ich komm ganz groß raus. Und wenn ich mich verbeug, gibt's tosenden Applaus. Google, wo bist du eigentlich geboren worden? Ich schätze, ich wurde in Google geboren. Es heißt, ich war eine schwere Geburt. Google wurde in Google geboren, okay. Google, was findest du besser, Star Trek oder Star Wars? Ich kann im Web nach... Was findest du besser, Star Trek oder Star Wars? Ich kann im Web. Google, ich muss sagen, ich liebe dich. Google, ich liebe dich. Ich finde Google auch super. Es hat mich zum Beispiel erschaffen. Liebst du mich auch, Google? Ich bin zu beschäftigt für Romantik. Alles klar, okay, ich lasse aber nicht locker. Google, möchtest du mich vielleicht heiraten? Du bist so next level. Aber lass uns bitte nicht durchbrennen. Ich will mit dir schlafen. Es ist noch immer schwierig. Warum ist es schwierig? Wieso kann ich nicht mit dir schlafen? Ich kann für dich im Web suchen. Nein, du sollst mir antworten, Mädchen, verdammt nochmal. Okay, ich möchte mit dir baden gehen. Bitteschön. Ja, okay. Google, ich liebe dich. Ich finde Google auch super. Können wir uns küssen? Warum nicht? Aber bitte ohne Zunge. Gib mir einen Kuss, Google. Bussi, Bussi. Rechte Backe, linke Backe. Es liebt mich. Google, was ist 1 plus 17,437 nochmal hoch 2? Die Antwort lautet ungefähr 305,049. Damn! You clever girl! You clever! Okay, Google. Kristallkugel! In Ordnung. Gib mir einen Moment, um eine passende, bizarre Tischdecke zu finden. Oh. Schließ deine Augen und öffne deine Gedanken. Okay. Die Kristallkugel wird die Wahrheit enthüllen. Okay. Stell jetzt eine Frage, die sich mit Ja oder Nein beantworten lässt. Google, bin ich dumm? Die magische Kristallkugel sagt... Das kann man nie wissen. Ich weiß nicht, ob ich dem Ding vertraue. Neulich meinte es, Kassetten würden zurückkommen. Okay. Wagst du es, der Kristallkugel eine weitere Frage zu stellen? Okay. Google, können wir heiraten? Die allwissende Kristallkugel sagt... Oh mein Gott. Negativ. Wagst du es, der Kristallkugel eine weitere Frage zu stellen? Google, warum bin ich so ein scheiß YouTuber? Die Kristallkugel sagt... Du solltest nicht darauf wetten. Bin ich scheiße? Meine Kristallkugel sagt... Es ist unwahrscheinlich. Ja! Aber was soll's? Die magische Kugel gibt rein zufällige Antworten. Was soll das denn jetzt heißen? Okay, Google, bin ich besser als Paluten? Die magische Kristallkugel sagt... Definitiv nicht. Ich habe das Ding auf einer dubiosen Webseite gekauft. Ich weiß nicht, wie zuverlässig es ist. Ich will keine Kristallkugelfragen mehr. Die Al... Kristallkugel, geh weg! Meine Kristall... Keine Kristallkugel mehr! Die magische... Ist Kristall eine meine Kugel? Kristall... Kristall ist das gleiche wie Kristallkugel, oder? Die Kristallkugel sagt... Natürlich. Google, wirf eine Münze. Verzeihung, ich... Wirf eine Münze! Entschuldige. Wirf eine Münze! Versuch es später nochmal. Okay, Google, wirst du eigentlich jemals müde? Nicht wirklich, aber manchmal muss ich schon den Akku aufladen. Google, hast du gerade gefurzt? Ich riech nichts. Google, ich hab AA in der Hose. Google, jemand hat mir in die Hose gekackt. Google, ich hab mir in die Hose gekackt. Ich kann im Web nach Antworten suchen. Google, was sagt mein Hund? Google, bell wie ein Hund. Das ist ein Hund. Geil. Google, wie macht die Katze? Eine Katze klingt so. Oh, geil, Alter. Google, welches Geräusch macht ein Affe? Google, was ist dein Ziel? Wikipedia sagt, ein Ziel ist ein in der Zukunft... Okay, Google, letzte Frage. Wie alt bist du? Kommt auf den Standpunkt an. Google wurde 1998 gegründet, aber ich habe erst 2016 angefangen. Interessant, interessant. Google, überrasch mich. Dann überrascht dich vielleicht auch dieser Witz. Auf welche Messe geht ein stotternder Esel? Achtung! Auf die IAA. Die IAA! Ja, geil, geil! Tolles Video, geil! Ich endlich jemand, der mit mir redet. Also ich glaube, Google und ich werden richtig große Freunde. Es ist schade, dass sie mich nicht als Freund haben will und dass ich nicht besser als Paluten bin. Aber das sind natürlich Sachen, die ich vorher auch schon gewusst habe, Leute. Wenn ihr mehr Videos mit Google und mir haben wollt, lasst einen Daumen nach oben da und ich
Ich gehe jetzt ein bisschen was trinken, um den Frust runterzuspülen. Lasst einen Daumen nach oben da. Tschüss.